So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bremen und treffe mich ja gleich mit Flo, weil ich ja bei der Tour dabei bin. Ich bin seit 4 Uhr wach heute Morgen, okay? Seit 4 Uhr. Der Zug hat auch Verspätung. Das heißt, ich komme ein bisschen später als geplant, aber wir haben Pufferzeit eingeplant, deswegen ist das alles nicht so schlimm. Und ich hoffe, dass ich die Halle finde, weil ich jetzt gleich vom Bahnhof in Bremen bis zu dieser Halle laufen darf. Wurde mir zwar ein Plan geschickt, aber ich bin absolut orientierungslos. Ich bin so schlecht in Orientierung. Das heißt, ich habe den Akku-Tag mitgenommen und werde gleich mein Handy weiterhin aufladen, damit Google Maps mir den Weg zeigen kann. Ich kann nicht lachen. Also ich kann schon, aber es tut echt weh. Und man sieht es auch, ich bin sehr komisch deformiert im Gesicht. Ich habe immer noch meine Zähne draußen. Ja, ich weiß. Ich habe meine Zähne rausgekriegt vor jetzt genau 2 oder 3 Tagen, ich überlege gerade. Dementsprechend spaßig ist das Ganze. Ich kriege die Nähte irgendwann nächste Woche raus. Das heißt, ich bin ein bisschen gehandicapt, noch ins Akku schrollen. Nervt und tut weh und naja, davon sollen wir uns nicht abhalten lassen. Ich versuche ein bisschen alles auf Video aufzunehmen und das Ganze dann ein bisschen zusammenzuschneiden. Ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit nicht in die Kamera gucke, weil ich auf den Handy-Monitor gucke und da sehe ich, dass meine Augen einfach so aus dem Fenster gehen. Das tut mir leid, das ist keine Absicht. Oh, und bevor ich vergesse, nachdem so unendlich viele danach gefragt haben, ja, ich habe nun auch Merch. Also, wir haben zwar nur ein Design, es kommt ein zweites halbwegs soon, die sind auch nicht limitiert oder irgendwas. Die sind jetzt quasi immer da. Die kann man jetzt auf der Tour zuerst kaufen und für die Leute, die nicht auf der Tour sind, logischerweise, gibt es einen Shop. Da könnt ihr auf den Link in der Beschreibung gehen oder auf richtigronja.com und falls ihr Interesse habt, könnt ihr mal schauen und genau, würde mich sehr freuen. Da geht's schon los. Ich weiß nicht, ob ich Richtung Ausgang City oder Ausgang Kongress. Ich will zum Kongresszentrum. Ich sage, ich will zum Kongresszentrum. Ich bin mir sicher. So, 60%. So, ich bin jetzt in Bremen und hier ist auch. Okay. Und ja, ich habe den Raum gefunden. Ich habe ihn gefunden. Erst nicht, aber dann schon. Dann wurde ich irgendwo bei einem LKW reingebunden. Also, ich bin jetzt im Hotel angekommen und ich bin ganz schön kaputt. Ich habe es leider nicht geschafft zu filmen, was mir leid tut, aber ich werde es morgen besser machen, versprochen. Und genau, die Tour war super cool, es hat mega Spaß gemacht. Ich zeige euch kurz mein Hotelzimmer, weil es fancy aussieht, okay? Also, wir haben hier ein Bad. Hier ist Waschbecken und sowas und dann ist da auch ein Klo und eine Dusche, die nice ist. So. Dann haben wir hier den Gang. Dann haben wir hier so einen von diesen fancy schmancy glänzigen Schreibtischen. Und das Bett sieht fancy aus, oder? Ach, ich bin so tot. Die Tour war mega cool. Es hat voll Spaß gemacht. Die Leute waren alle sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich. Und es hat wirklich, keine Ahnung, es war super, super gut organisiert, habe ich auch das Gefühl. Also von dem, was ich den Eindruck hatte, von dem, was ich mitgekriegt habe, es kann sein, dass es irgendwas gab, was mir verwehrt geblieben ist. Aber ja, es war nice. Im Catering, das Sweet war. Und genau, ich war jetzt gerade mit. Ich setze mich wieder hin. Ich war gerade mit Flo noch bei Maggis, weil wir noch was essen wollten. Weil wir irgendwie nicht so viel gegessen haben über den Tag. Und also ich kann nicht für Flo sprechen, aber ich jedenfalls nicht. Meine Wangen sind immer noch angeschwollen wie Mist, weil Zahn-OP. Und das. Wenn du den ganzen Tag da sitzt und versuchst zu grinsen für Fotos, dann macht das halt deine Zähne kaputt, wenn du da keine Zähne mehr hast. Und das zieht dann in den Nieten und so. Nicht empfehlenswert. Falls ihr eine Weisheitszahn-OP habt, würde ich euch Touren nicht empfehlen. Ansonsten, wie gesagt, ich filme morgen. Versprochen. Ich filme mich auch ein bisschen Tour-Kram, Backstage-Kram, falls euch das interessiert. Holy. Ich habe Augenringe.
Es tut mir leid, dass ich euch diesen Anblick hier zumute. Heute, wie versprochen, filme ich ein bisschen mehr. Meine Schwellung ist zurückgegangen, was gut ist. Und wir sind jetzt in Darmstadt. Darmstadt ist gefühlt ein bisschen... Es ist nicht größer, das, die Halle, aber es sind ein bisschen mehr Leute da und der ganze Kram ist größer. Hier ist auch Flo, der hat gerade seine Story gefilmt und richtig witzig. Ich muss mich wieder so ducken, weil ich weiß, ich bin. Entschuldigung, warte, wir machen das ein bisschen höher. Entschuldigung, Mister, ich bin so riesengroß. Ey, guck mal, da hinten, warte mal. Sieht man das? Da hinten. Hier, das ist die Seite, guck mal. Warte. Und das ist voll niedlich, die winken. Jetzt sind die weg. Vorführeffekt. Vorhin standen da Leute. Und die waren ja, da waren einfach Leute und obwohl es geht erst, glaube ich, in 3 Stunden los oder so, yeah. Und die waren schon da und die haben uns gewunken, die haben uns irgendwie gesehen. Ich frage mich, an was das liegt. Ich weiß auch nicht, woran man es erkannt haben kann, aber die haben uns irgendwie erkannt und ich weiß auch nicht. Jedenfalls haben wir uns alles schon mal angeguckt und der Bereich sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Was würdest du sagen? Ja, ich würde auch sagen, äußerst deliziöser Bereich. So, alles klar. Bist du persönlich? Flip, ich weg von mir. Ich will dich nicht wegflippen. Ich will in der Kamera bleiben. Warte, okay. Komm mal, so jetzt, warte. Schau, nimm! Ich dachte, du willst in der Kamera bleiben. Okay, komm, warte, du musst das so machen, so, warte. Genau so, jetzt sieht so aus, als ob ich groß bin, aber wenn ich jetzt so... In Wirklichkeit ist er kaum größer als ich. Stell dich mal neben. Das stimmt gar nicht. Guck mal. Du bist auf Zehenspitzen. Wenn ich mich auf Zehenspitzen stelle, dann kannst du nämlich mich auch auf Zehenspitzen. Weißt du? Er ist nicht viel größer als ich. Ja, wenn du Stöckelschuhe trägst, dann bist du größer als ich, glaube ich. Kommt drauf an, ich habe aber ich bin 1,85, okay? Entschuldigung. Ich habe es vor kurzem erst herausgefunden, gell? Ich dachte, ich bin 1,79, dann habe ich in meinem Reisepass gesehen. 1,85, ich dachte mir. Was, ja, hast du es gesehen? In meinem Reisepass. Sicher, dass du nicht einfach gelogen hast in dem Reisepass? Ich muss los. Ich bin laut meinem Reisepass übrigens 1,70 groß, glaube ich. Nee, ich glaube, ich bin noch 1,60, weil ich den Reisepass gemacht habe, als ich ein kleines Kind war. Was? Achso. Welche halt noch klein? Da habe ich auch noch einen Pony. Ja, aber ich habe meinen auch schon vor ein paar Jahren gemacht und eigentlich. Ja, da hast du gelogen. Nein. Das sind wir die Kinder, die sich auf Facebook anmelden und sagen, ja, ich bin 18. Ne, das stimmt gar nicht. Sicher nicht? Nein. Okay, 1,85 ist er jedenfalls groß. Der Riese, den ihr hier sehen könnt. Der muss sich ständig ducken, wenn er meldet. Oh, warte, ich gehe voll in die falsche Richtung, ich bin ein Idiot. Wir müssen da lang, richtig? Ey, stimmt, lass uns in den Saal gehen. Richtig, wir machen jetzt hier den Uncut. Wir zeigen jetzt alles. Cut oder... Keine Ahnung. Richtig. Ich habe ausgemessen. Ich habe 57 Minuten freie Filmzeit. Profi? Ey, du hast jetzt dein eigenes Shirt an, gell? Damn. Ja, habe ich. Das gibt's wo? Das gibt's ja richtig auch hier auf .com, aber das habe ich schon mal, glaube ich, gesagt. .com, gell? Nicht .de. Ja, .com. Wir haben, wir sind exklusiv, wir sind englisch. Hier, jetzt guck mal. Jetzt schaut euch mal an, Leute, wie groß das Saal hier ist. Warte. Ach, aufgepasst. Dan. Sieht man das? Ja, man sieht einwandfrei. Du musst so einen Schwenker machen, so ein Profi. Du bist das YouTuber, okay? Okay. So, wir schwenken jetzt nochmal. Wir machen es nochmal neu. Das benutze ich als Hintergrundmusik, nur dass es klar ist. Jetzt musst du es ein bisschen runterschwenken. Okay. Genau. Ich dachte, du bist zu groß. Ich wollte ein bisschen hoch. Nein. Ich bin 1,85 übrigens. Also das, Leute, nur weil ich hier oben was frei ist, heißt nicht, dass ich klein bin. Okay. Wenn wir jetzt das mal ist nur meine... Das hier ist die Bühne. Die kommt später noch raus. Das ist korrekt. Hier in der Mitte kommt ein Tisch hin, wo wir gegen Zuschauer spielen. Und ja. Ja. Ist richtig geil. Ich freue mich. Das war gestern auch so, aber das habe ich halt nicht gefilmt, das tut mir leid. Ey, übrigens, alle, die das sehen, ich wollte auch einen Vlog machen, aber ja, ich habe eine Kamera, die hat nicht mit dem Rucksack gepasst und ich habe eigentlich keine Zeit und ja. Also schaut doch in ihr an. Also, ja, genau. Sorry, was steht gerade. Gut, dass du das im Vlog sein Bitte schau weiter. Leute, schalte dich nicht ab. Bitte bleib da. Weil sind die verzweifelten Besucher, die Watchtime hochzukriegen. Warte, wir müssen... Das ist wirklich, also... Das ist wirklich größer als in Bremen. Die ganze Zeit, ja, ich bin zu groß. Ja, ja, okay. Mhm. Ja. Das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge. Okay. 1,85,5, okay? Wir melden uns später nochmal. Wir sind jetzt unterwegs in Richtung Backstage-Bereich, weil wir nämlich sehr elitär sind und einen Backstage-Bereich haben. Elitär? So, weißt du noch, unser Raum ist, beziehungsweise ist ich dein weiß, Raum. Guck mal, warte mal. Unser Raum ist wirklich cool. Gut, ich wollte gerade cool. Unser Raum ist okay. Gut. Guck mal. Bitte merken. Wir haben nämlich hier. Oder beziehungsweise. Unser Raum. Wink, wink. Nee, da steht. Da steht. Ja, ich weiß, deswegen war das unser ja auch ein Witz. Haha. Brille. Wir haben Spiegel. Ich habe hier vorhin geschminkt. Oh nein, doppelt. Inception. Spiegelception. Okay, wir haben hier noch einen Spiegel. Oh Gott, wir können es noch für immer weiter. Warte mal. Ich habe vergessen, dass 1,85 groß ist. Schau. 1,85, okay? 0,5. Oh, hier hat er noch eine 0,5. Schau, jetzt komm. Schwenk mal ein bisschen rüber, dann siehst du hier. Okay. Komm mal. Ja. Siehst du das?
voll. Unendlich! Das ist so sad. Wir sind alle fasziniert sind von dem Ganzen. Ja, wir sind alle fasziniert davon. Total. Ich würde. Hey. Wir sind fasziniert. 1,5 und 8,5. Es gibt auch Catering. Das heißt, wir gingen zum Catering. Ist das korrekt? Genau, richtig. Da gibt's. Da gibt's Essen. Kein Schnitzel, aber. Da gibt's Frühstück. Um 13 Uhr. Schaffen wir? Ja. Das wusste ich. Sag das doch, Mann! Also, ich muss sagen, ich komme nicht aus Darmstadt. Ich dachte, dass eine Darmstädterin sich auskennt. Ich war doch hier, Nini. Entschuldigung, hier sind übrigens die Klos. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Gute Überleitung. Okay, wir filmen jetzt, wie Flo einen Schwenker macht. Das ist ein sehr guter Schwenker. Das ist, oh, guckt euch diesen Schwenker an. Wow, stopp, ihr Wahnsinn. Warte, ich mache auch einen Schwenker. Wow. Wow, was für ein guter Schwenker. Fast so gut wie deiner. Den würde ich doch gerade ins Video nehmen. Das muss ich lachen und dann wackeln meine Hände. Und dann wird es ein schlechter Schwenker. Jetzt fertig mit der Show und mit Autogramm. Es hat ewig gedauert, aber wir sind ja. Freust du dich? Würdest du es nochmal gerne morgen machen und dann den Tag ja, darauf? Sehr gerne. Ich würde gerne nochmal 50.000 Millionen anrufen. Ich Spaß. Nee, es war wirklich cool. Es waren so viele nette Leute da. Und ja. Ich glaube, es hat fast jedem welche Show gefallen, oder? Ja. Es also war wirklich richtig cool. Super süß alles gewesen. Und ja, es war übel viele Leute. Einer hat sogar so eine kleine Karte gegeben. Der hat so eine Imkerei. Der wollte jetzt unbedingt zum Honig an. Ja, stimmt. Leute, so, ja, dann krieg ich die gratis Honig. Also wenn du das, wenn hast, du das ja, siehst. Wenn du das siehst, du weißt, schick uns was. Okay, gut, dann würde ich sagen, was das aber auch Light. Mit dem, ich hoffe, dass das irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß, das ist ein Video, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt ihr einen Daumen hoch. Guckt mal, Flo, der hat auch einen Rock gemacht und dann ist das halt seine Angst. Hey! Ronja, du warst? Oder? Du warst? Eins? Was möchtest du mir sagen? Eins, fünf. Achso, 1,85. Spaß, Sache. Okay. Das ist das Loser-Zeichen, was du früher in der Schule gemacht hast. Ja, genau, jetzt müssen wir diesen Fortnite-Tanz machen. Auf geht's, Leute, abonnieren. Okay, abonnieren, liken. Schlaf schön. Genau. Ciao.